Wartet ab. Das würde theoretisch auch gehen. Ja, es ist weg. Das hast du gut erkannt. Lösen. Ich möchte lösen. Das Wort ist Kronleuchter. Bonk! Wir lenken mal ab. Das können wir doch so gut. Guten Tag. Ach, schade. Keine Idee, was das sein könnte, bin ich ehrlich. Komm her hier. Dann halt so, Klammern hoffe ich. Kein Kronleuchter. Schade, schade. Ach, das Rätsel hatten wir doch schon mal gelöst. Ach, nicht großartig. Lass die Scheiße gehen wir kaputt, Mann. Danke. Noch eins von den Dingern, ne? Das ist doch nicht wahr. Dass da... Nehme ich. Da. Das ist auch gekauft. Da weiß ich nicht, welches es ist. Das ist aber gekauft und das ist auch gekauft. So. Hier ist nochmal ein Restock. Noch irgendwas? Gut, falls wir flitzen müssen, mache ich mal den hier. Ich bezweifle das gerade, aber ist in Ordnung. Speichern. Ich mach mal den, weil jetzt geht's zum Herz des Baumes mit etwas Glück. The
The spy system installed by Querberos for Barriman. Looks just like the dick who invented it. Let's see. The main duct. The one which listens to the tree. Ich meine, es macht ja Sinn, dass das zum Baum führt, wenn man da den Baum abhören kann, ne? Also. The World Tree. Finally. Quick. Find the heart. Find Styx. Hi, Styx. Styx. Come on. Two left, and the heart of the tree will be mine. Hinter dir. You do that? You no longer carry my mark. I can no longer hear you. Ah, yeah. I found that tattoo a little too showy. Not my style. And surprisingly, my headaches have been much better since I got reborn. You should try it. Real rush. So go and live your life somewhere else, and leave the heart to me. My life starts now. For the first time, I'm certain of what I want. No elf or Rakash like you is gonna tell me what to do. Akinash, the heart, I don't give a shit about any of it. I just want to make you suffer as much as you made me suffer. Yeah, I know what might really piss you off. What if I destroyed this heart that you want so much? Would you and all the other mind fucking dickheads like that? Huh? Would you? No! Don't do that! I forbid you! You too are a creature of the Amber. You will lose all your memories! But Styx, I ain't got no memories, remember? A flawed creature like you can never defeat me. Even if you no longer carry my mark, I have other ways to find you. Go say hello to your brother, Vermin. Ah, cool. Das heißt... Jungs platt machen. Okay. Die halten ein bisschen mehr aus als die letzten. Huha. Ein paar Messer wären gut gewesen. Kommt er wieder? Ne. One left.
Don't you want to die? Stop fooling around. Go say hello to your brother, Vernon. Cool, die machen sich unsichtbar. Nice. Da sind Messer. Nehme ich. Ich sehe sie trotzdem. Den Trick beherrschen zwei. Aua. Alter, was teilen die denn aus, ey? What the fuck? Junge! Ach so, ich hatte den Heiltrank nicht gesoffen, ne? Huha! Ach doch, hab ich. This is what Amber has made of me. A puny runt with a burnt-out brain, sentenced to vomit his despicable reflection again and again, to be sure he never forgets his curse. But if I had the heart, I could study it. Find a way to become as I was before. What are you talking about? Our buddy is perfect for surviving in this shithole. Small, sure, but quick and mean. I was only born yesterday, and I can already see how the beings are rotten here. Yeah, in fact, I like being me. Enough raving. You may have the heart, but you can't beat me. So just give me the heart if you want me to spare you. You don't get it, do you? Live or die, it doesn't matter as long as it's not an order given to me. Watch me, Styx. Look at me while I choose my destiny. No! Stop! If you break the heart, everything will collapse! The heart! I almost had it! I could have become an orc once more! What have you done, you fool? We'll become empty shells. I'm gonna bleed you if it's the last thing I do. Oh no, Styx. I'm the one who will choose my own death. Rakesh!
was born in a dried up lake bed. It was a big dead tree. Dozens of my kind crawling around like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. My head was empty. My vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name, Styx, was the only thing I could think of. I guessed it was my name. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. There are a whole lot of me's, but they're not me. And all these me's are calling to each other. Styx! Styx! And at the same time, it's as if none of them hears the others. Then I have this feeling like I'm falling. But I'm falling upwards. Yeah, it's weird, man. And then I wake up. And for a few moments, I seem to hear hundreds of me calling to me. And then I finally remember that there aren't any like me in the world, that I am the one and only Styx. And I don't know if it makes me proud or sick to my stomach. Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht erwartet. Was für ein Ende. Ich lasse die Kamera mal aus, weil da Artworks drüber sind. Cyanide Studios. Okay. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir tatsächlich gegen Styx noch kämpfen müssen. Da bin ich ja umso mehr gespannt auf den zweiten Teil, weil wenn Rakash, wir nennen ihn jetzt einfach mal so, tatsächlich tot sein sollte, obwohl er vielleicht, er könnte das überlebt haben. Unten war ja das ganze Amber drinne. Das muss ja nicht heißen, dass er hops gegangen ist. Vielleicht kriegt er raus. Das ist ja, weil ich weiß, Styx 2 sozusagen, also Shards of Darkness kann man zu zweit spielen. Wie das genau zusammenhängt, das ist dort halt vielleicht. Ja, also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass am Ende von dem Teil hier, wenn er jetzt komplett ist, dass die zwei sich irgendwie einigen und sich das Herz teilen oder... Aber es sieht halt jetzt so aus, als wenn Rakash finito ist. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, dadurch, dass er da reingefallen ist, sieht ja aus, als wenn er hops gegangen ist, aber es kann ja, ist, kann man ja drehen und wenden, wie man möchte. Das ist Auslegungssache. Aber krass, echt ein Ende, was ich so in der Form tatsächlich nicht erwartet hätte. Also gar nicht. Dass er sich jetzt einfach selber hinunterstürzt und sagt, ich wähle mein Ende selbst. Ja. Ich meine, wenn Styx nicht so fordernd gewesen wäre, vielleicht nicht ganz so sehr ein Arsch, vielleicht hätten die beiden doch zusammengearbeitet. Aber der ist durch die jahrelange Manipulation durch das Amber. Er hat ja halt auch, hat er selber gesagt, er hat halt immer Stimmen im Kopf gehabt. Er wollte diese Stimmen loswerden. Dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, dass er ein bisschen Kuckuck im Kopf war. Und das erklärt natürlich sehr viel jetzt in dem Moment. Krass. Ach, nochmal zwischendurch, tut's mir leid, die, gerade der Anfang dieser Session war schwierig mit dem vielen Totladen, Totladen, Totladen. Aber das liegt auch halt an der schieren Masse der Gegner, an du darfst nicht entdeckt werden und die Gegner fast one-hitten dich. Das ist halt, boah. Und ich bin auch davon ausgegangen, ich darf ihn nicht aus den Augen verlieren, was natürlich auch Fehlgedanke war. Aber ja, halb so wild. Jetzt, wo ich das weiß, ich werde den letzten Level dann auch nochmal auf 100% spielen, wenn ich's Let's Play jetzt beendet habe.
Aber auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ich habe Styx schon sehr lange auf der Liste. Ich wollte das spielen und Let's Playen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang des Projekts mal gesagt, dass ich es vor Jahren mal angefangen habe. Ich glaube, lass es 5 Jahre her sein, vielleicht länger. Und vielleicht sogar 7 oder 8 Jahre. Also kurz nachdem es rauskam. Und ich bin im ersten Level 2-3 Mal hops gegangen und habe aber nicht gemerkt, dass man halt auch speichern kann. Ich dachte, wir haben Checkpoints und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde aufgenommen oder eine Dreiviertelstunde und bin aber halt in dem Areal paar Mal, wie gesagt, immer wieder erwischt worden. Und es war für mich als Let's Play in der Form so nicht tragbar, dass ich halt immer wieder totladen. Es war also sehr extrem, sagen wir mal so. Wir haben in einer halben Stunde null Progress gemacht. Vielleicht 1%, wenn überhaupt. Und dementsprechend bin ich mit dem Let's Play, wie es jetzt gelaufen ist, mit den letzten Leveln eher so semi, aber so generell bin ich zufrieden. Ich werde es auch nicht rausschneiden. Es ist vielleicht für euch ja dann auch ein bisschen amüsant in der Richtung. Aber ich habe es ja zwischendurch schon mal gesagt und wenn jemand sich mokieren sollte in den Kommentaren, werde ich es da gerne auch nochmal kundtun. Meine Let's Plays sind bis auf wenige Ausnahmen klassisch, das heißt, sie sind ungeschnitten. Ja. Also, ich habe so ein, zwei Sachen, wo ich bei Hogwarts Legacy habe ich tatsächlich mal eine Sache wirklich geschnitten und auch ein bisschen beschleunigt, aber generell sind meine Let's Plays ungeschnitten. Ich zeige so viel wie möglich vom Spiel, nehme alles mit und zeige natürlich auch meine Fehler, wo ich mich auf die Nase lege und dann versage und nochmal probiere, bis ich es dann geschafft habe. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe bei den Achievements gesehen, dass Kapitel 6 und Kapitel 7 nur eine Handvoll Leute durchgespielt haben. Und ich kann nachvollziehen, warum. Weil die sind echt nicht ohne, wie ihr gesehen habt. Aber nichtsdestotrotz macht das Spiel sehr viel Spaß. Wenn ihr es selber noch nicht gespielt habt und ihr habt es rumliegen oder ihr seht es halt und ihr steht auf Stealth Games, kauft es euch, unterstützt Cyanide. Ich hoffe, da kommt vielleicht nochmal irgendwann mal ein Styx oder ein ähnliches Spiel. Die haben ja einiges in der Richtung, was so eine Art Universum von denen darstellt, wenn man so will. So mit Orks und Elfen und hast du nicht gesehen. Es gibt Arcanesh. Oh, warte mal. Ich muss mal gucken, wie es heißt. Arclash Legacy heißt das Ganze. Das habe ich auch schon durchgespielt, aber halt ohne Let's Play. Das ist ein ganz anderes Spiel. Es ist halt auch von Cyanide. Das ist ein Rollenspiel, aber so ein Top-Down mit so aller, ja, ich weiß gar nicht, so aller Diablo-Steuerung, keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. So Sacred 2-mäßig, so eine Top-Down-ISO von oben. Bin nun der allerheilige Hüter über mein eigenes Schicksal. Du kannst vorige Mission erneut spielen und Embleme freischalten, Nebenziele. Ja, das weiß ich ja, das habe ich ja schon gemacht, das konnte ich ja vorher schon. 425. 300 und 230. Na, dann gönne ich mir das hier. Und dann fehlt eigentlich nur noch Wiedergeburt, das Artefakt klauen und die 4 Embleme. Das mache ich dann aber nach dem Let's Play ohne euch, hatte ich ja schon mal gesagt. Fertigkeiten fehlt noch eins. Das wird wahrscheinlich wieder eine Odyssee. Ich zeige euch nochmal. Bis auf ein Artefakt haben wir alle. Sieht sehr schmucki aus. Sehr cool. Hier fehlt das letzte rechts noch. Aber ja. Auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Sehr cooles Spiel. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt. Gerne selber spielen. Ob ihr es nur im Angebot kauft oder halt den Vollpreis. Ich weiß gar nicht, was es jetzt zum Vollpreis kostet. Ich kann ja mal schauen. Was kostet Styx denn? Schauen wir doch mal hinein. Das ist jetzt nicht bezahlt und nix. Ich bin halt einfach nur mit dem Spiel sehr zufrieden, auch wenn ich ein bisschen gemeckert habe.
Gucken wir mal. Das kostet 20 Euro, das Spiel. 19,99. Es ist nicht im Sale. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Cyanide Studios ist eins derer, die halt ein paar etwas andere Spiele machen. Wie gesagt, Ara Crash Legacy, ein Rollenspiel mit so einem Typ, also nicht Third Person à la Gothic oder Skyrim, sondern halt wirklich so klein, oben drauf gucken, klicken, er läuft hin, strategisch handeln mit so mit also mit Pausenfunktion, so eine Strategie-RPG-Mischung. Dann, wie gesagt, Styx of Orcs and Men kann ich mir auch nochmal anschauen. Machen wir vielleicht auch als Let's Play. Ich denke mal, wir haben noch einiges, was wir machen können. Wie gesagt, sehr cooles Spiel. Styx Master of Shadows. Cool. Sehr cool. Wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für den Support, fürs Dabeisein, für jeden Daumen hoch, für alles, für die Kommentare, je nachdem, was ihr tut. Ohne euch wäre der Kanal natürlich nicht derselbe. Und dann zukünftig mal Styx Shards of Darkness, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Projekte, die laufen. Also, bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.